Demokratie ist ein griechisches Wort und bedeutet Herrschaft des Volkes. In einer Demokratie entscheidet das Volk, also die Bürgerinnen und Bürger, wer bestimmen darf. Und das funktioniert durch Wahlen. Dabei ist es sehr wichtig, dass diese Wahlen frei und geheim sind. Jeder darf wählen, wen er will, und niemand muss verraten, wen er gewählt hat. Psst. Durch die Wahlen werden Politiker und Politikerinnen bestimmt, die sozusagen die Stellvertreter der Bürgerinnen und Bürger sind. Die Idee? Sie sollen dann bei Entscheidungen, zum Beispiel über Gesetze, die Meinung der Bürger vertreten. Die Macht der Bürger und Bürgerinnen in einer Demokratie besteht also darin, durch Wahlen die zu bestimmen, die das Sagen haben sollen. Deswegen sind Wahlen ein besonders wichtiger Bestandteil einer Demokratie. Dazu gehört auch, das Ergebnis einer Wahl abzuwarten und anzuerkennen. Das gilt für Gewinner und auch für Verlierer.